Hallo, ich grüße Sie zu einem weiteren Film bei 6 Minuten Jura. Nachdem wir so viel über die Vindikationslage gehört haben, geht es jetzt um ihre Rechtsfolge. Von der heißt es in § 985 BGB nur schlicht, der Anspruch sei auf Herausgabe der Sache gerichtet. Im Regelfall bedeutet Herausgabe die Verschaffung des unmittelbaren Besitzes an der Sache. Doch mit dieser Feststellung ist es nicht getan, wie ich Ihnen jetzt zeigen möchte. So kann im Fall des § 986 Absatz 1 Satz 2 der Eigentümer grundsätzlich nur Herausgabe an den mittelbaren Besitzer verlangen. Und ein Miteigentümer kann grundsätzlich nach § 1011 lediglich Herausgabe an sämtliche Miteigentümer nach § 432 fordern. Damit ist die Angelegenheit aber noch nicht erledigt. Denn aufgrund des Herausgabeanspruchs entsteht ein gesetzliches Schuldverhältnis zwischen Eigentümer und Besitzer. Der Eigentümer als Gläubiger kann vom Besitzer als Schuldner ein bestimmtes Verhalten verlangen. Gleichwohl sind die Normen des allgemeinen Schuldrechts aus systematischen Gründen nicht ohne weiteres auf sachenrechtliche Ansprüche anwendbar. Jedenfalls die Vorschriften über die Erfüllung und den Erfüllungsort, also § 362 Absatz 1 und 269 können herangezogen werden. Nach wohl überwiegender Ansicht ist die Sache an dem Ort herauszugeben, an dem sie sich bei Rechtshängigkeit bzw. Eintritt der Bösgläubigkeit des Besitzers befindet. Hinsichtlich des Schuldnerverzugs ist die Sondervorschrift des § 990 Absatz 2 zu beachten. Die § 286 folgende sind daher nur auf den bösgläubigen Besitzer anzuwenden. Für den Fall der Unmöglichkeit der Herausgabe enthalten die § 989 folgende spezielle Regeln, weshalb § 285 nicht heranzuziehen ist. Auch passt seine Rechtsfolge nicht, denn der zumeist begehrte Veräußerungserlös ist kein Surrogat des Besitzes. Grundsätzlich ist § 280 Absatz 1 anwendbar, stellt die konkrete Vindikationslage doch eine Sonderbeziehung dar. Daher besteht Raum für die Anwendung von § 280 Absatz 1 bei Folgeschäden aus der schuldhaften Verletzung von Aufklärungs-, Mitteilungs- und Fürsorgepflichten. Allerdings haben die § 987 folgende bei der Verletzung von Obhutspflichten wiederum Vorrang. Besonders schwierig ist die Anwendung der § 280 Absatz 1 und 3 mit 281 Absatz 1 Satz 1 nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist zur Herausgabe der Sache. In der Konsequenz könnte der Eigentümer als Gläubiger des Vindikationsanspruchs vom Besitzer als Schuldner Schadenersatz statt der Leistung verlangen. Der Besitzer hätte sodann den Wert der geschuldeten Herausgabe zu ersetzen, der mit demjenigen der Sache gleichzusetzen ist. In der Folge würde nach § 281 Absatz 4 der Herausgabeanspruch erlöschen. Dies wird von Teilen der Literatur als Zwangskauf abgelehnt. Der BGH und andere Stimmen in der Literatur hingegen halten die § 280 und 281 zwar für anwendbar. Sie wollen aber zugleich die gesetzgeberische Wertung der § 987 folgende beachten, die auf den Schutz des redlichen, unverklagten Besitzes abzielt. Daher bestehen gegen die Anwendung der Norm jedenfalls dann keine durchgreifenden Bedenken, wenn der Besitzer verklagt oder bösgläubig ist und ein Verschulden zu bejahen ist. Kommen wir gegen Ende des Films noch zur Frage nach den Konkurrenzen. Folgt das Recht zum Besitz aus einem Vertragsverhältnis, das beendet ist, bestehen regelmäßig auch vertragliche Ansprüche auf Besitzherausgabe. Diese werden durch § 985 nicht verdrängt. Der Erbschaftsanspruch des § 2018 verdrängt den Herausgabeanspruch aus § 985 nicht. Aber wegen § 2029 sollte mit dem Erbschaftsanspruch in der Prüfung begonnen werden. Danke fürs Zuschauen. Wenn Sie wissen wollen, ob Sie alles verstanden haben, versuchen Sie sich doch am Quiz. Auf Wiedersehen bei einem anderen 6 Minuten Jurafilm.